Am frühen Morgen des 11. Januar begrüßte die Herde der asiatischen Elefanten ein ganz besonderes Kalb. Zum ersten Mal in der Geschichte von Hagenbeck kam ein Elefant in zweiter Generation im Tierpark zur Welt. Das ganz Besondere an diesem Baby ist natürlich, dass das eine F2-Generation ist. Also, dass ein Elefant hier ein Jungtier gekriegt hat, der hier im Stall geboren ist. Unsere Candy, die war ja unsere erste Herdengeburt von Yashoda. Das ist eine richtige Großfamilie jetzt mit nicht nur Müttern, sondern inzwischen eben auch Omas. Die Geburtsvorbereitungen haben die Tiere wie immer selbst übernommen. Zunächst verlief alles in vertrauten Bahnen. Candy wurde merklich unruhiger, legte sich immer häufiger auf den Boden, stemmte die Füße an die Wände. Für die Pfleger ein deutliches Zeichen, die Kuh hat Wehen. Ich fand, die Geburt ging eigentlich dafür, dass es eine Erstgebärende war, unheimlich leicht. Also sonst haben wir, wenn wir Erstgebärende haben, das oft gehabt, dass diese Schwellung, die da unter dem Schwanz zu sehen ist, in der Phase kurz bevor dann das Baby kommt, dass das sehr, sehr lange immer hin und her geht. Doch trotz der umfangreichen Zuchterfahrung bei Hagenbeck sind Überraschungen möglich. Candy nahm kurz vor der Geburt um 5.10 Uhr erst noch ein ausgiebiges Bad. Natürlich macht man sich ein bisschen Gedanken, ob sie rechtzeitig wieder rauskommt, weil die ja nun auch noch keine Geburt hatte und ihr die Erfahrung fehlt. Aber das hat sie ja super hingekriegt. Und ich sag mal, da wo Elefanten in der freien Wildbahn leben, gibt es überall Wasser. Wenn denen ständig im Wasser die Jungtiere ertrinken würden, wären sie ausgestorben. Also irgendwie müssen sie es schon hinkriegen. Im Sozialverband der Elefanten ist es üblich, dass die älteren Jungtiere auf die Kleinen aufpassen. Diese Aufgabe hat Candy bisher bei 5 Kälbern mit Bravour gemeistert. Die junge Mutter hat also reichlich Erfahrung mit kleinen Dickhäutern gesammelt und kümmert sich jetzt um ihr erstes eigenes Kalb. Als Erstgebärende, das darf man ja noch nicht vergessen, wird sie, denke ich mal, eine gute Mutter sein. Also ihre Mutter Yashoda hat ihr das alles vorgemacht. Sie hat viele Babys hier gesehen, die Aufzucht der Babys von den anderen Elefantenmüttern. Ich denke mal, das macht die ganz gut. Nur hoffen wir noch, dass die Milch da einschießt und dann läuft das schon. Wir haben die erste Oma. Yashoda hat einen Stern mehr auf dem Rüssel bekommen jetzt.